Bei einer pro-palästinensischen Demo am Brandenburger Tor wurden am Wochenende israelische Flaggen verbrannt. Wir haben junge Araber in Berlin-Neukölln gefragt, was sie von Israel halten. Bild ist es wichtig, ihre Aussagen zu dokumentieren, damit Politiker darauf reagieren können. Israel ist ein Diktator. Wann ich sehe, Israel oder Amerikaner ist tot. The most fucking chick haben in the Middle East. Why? Why? Yeah. They take our land. Israel tut alles, überall. Ja. Yeah. Man macht. Und was? Hitler. Diese Israel ist für mich ein scheiße Staat. Warum? Das ist meine Stadt. Palästina ist meine Stadt, nicht für Israel. Wenn du jetzt hast du Wohnung, ne? Ja. Und das ist deine Wohnung. Ja. Du sitzt drinnen. Und ich komme für dich. Hey, geh mal raus. Ja. Und du musst sagen mir so, warum ich rausgehe oder so. Aber Israel so. About Israel, I think that's tourist. Because that comes from for Palestine and Israel, you want to make it from Israel. Einige der befragten jungen Männer versuchen ihre Ablehnung gegenüber Israel zu begründen. The only search for a place to live in, but not Otz. Yeah, Otz is a Palestinian country. We have kein Problem mit der Jüdisch. Wir sind alles Menschen, aber wir haben Problem mit Zionisch, mit der Herr Netanyahu. Und was halten Sie davon, wenn israelische Flaggen verbrannt werden? When this is a democratic country, he can make everything. He didn't say anything. He fires a flag. He's free. He make what he want. No, I don't accept for anybody to fire the flag for another country. Because that the flag is meaning for the people, not just for the governments.